Also mir gefällt es hier sehr gut, die Mannschaft hat mich super aufgenommen, ich fühle mich hier sehr wohl, die Umgebung ist super, wir unternehmen viel mit der Mannschaft gemeinsam. Klar vermisse ich meine Freunde, aber es gibt nur natürlich auch andere Wege irgendwie, um zu kontaktieren, aber es macht hier wirklich sehr viel Spaß und ich bin froh, dass ich hier. Der Unterschied zwischen Leverkusen und Porto ist auch einfach, dass die Männer im Vordergrund stehen, also die Frauen sind ein kleiner Teil von Leverkusen. Ich muss schon sagen, dass also wir haben relativ viel an Ausschüttung auch bekommen. Also wir wurden nicht vergessen, das auf keinen Fall, aber man kann es nicht mit Porto vergleichen. Allein aus dem Grund, weil halt der Fokus nur auf der Frauenmannschaft liegt und ja, das ist auf jeden Fall viel besser als in Leverkusen. Ja, also langsam geht es bergauf. Nach den vielen OPs bin ich jetzt einfach froh, dass ich mit meinem Krafttraining anfangen konnte letzte Woche. Und das lässt mich ein bisschen nach vorne blicken und hoffen, dass ich diese Saison vielleicht irgendwie noch in der Form auf einer Bank sitze, selbst wenn ich nicht spiele, aber ins Mannschaftstraining wieder eingreifen kann. Das wäre schon echt gut. Also ich habe mit dem Doc geredet und er meinte, es ist realistisch, dass ich das im April schaffen könnte, auf der Bank zu sitzen. Ob ich da natürlich spiele, weiß ich nicht, aber definitiv spielen oder mich auf dem Platz sehen, muss man sicherlich dann spätestens in der Vorbereitung für die nächste Saison. Erstmal möchte ich natürlich gucken, dass ich so schnell wie möglich wieder spielen kann. Und ja, auf jeden Fall mal deutsche Meisterin werden wäre natürlich super. Und Champions League-Finale zu bestreiten, auch zu spielen und am liebsten dann den Titel holen, das wäre natürlich super. Was mir auch noch fehlt, ist der DFB-Pokal. Das DFB-Pokalfinale und auch den Titel dort zu holen. In Leverkusen war es ja so, dass wir eigentlich überwiegend gegen Abstieg gespielt haben. Und das sind eigentlich so erstmal meine Ziele, die ich mir vornehmen werde, wenn ich dann wieder auf dem Platz stehe. Ich bin, also, als ich 3 oder 4 Jahre alt war, bin ich zum Fußball gekommen. Mein älterer Bruder, der spielt Fußball. Ich war immer auf den Sportplätzen mit dabei. Wollte ich das halt auch mal probieren. Meine Eltern haben mich dann hergebracht. Und ja, so ist es halt einfach gekommen. Und ich bin dem Fußball dann immer noch treu geblieben. Ich denke, dass mir die Position in der Abwehr, also in der Innenverteidigung, besser liegt als die Position auf der 6. Dadurch, dass ich das einfach gelernt habe, seitdem wir auf dem großen Feld spielen, das macht mir super viel Spaß. Ich denke, da sind auch meine Stärken, aber ich spiele auch super, super gerne auf der 6, dass man sich einfach mehr mit nach vorne einschalten kann. Aber ich denke, dass auch meine Zukunft eher in der Abwehr liegt.